Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 2 mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir den Urlaubs-DLC auch einmal erledigt und es geht zum Finale. Sag ich mal, der finale Akt. Den neuen Lilith-DLC, der die Brücke zum dritten Teil schlagen soll. Mhm. Ich habe jetzt nur mal das Game neu gestartet, nicht den ganzen Rechner. Aus anderen Gründen, weil ich jetzt auch das einfach mal fertig machen will. Und ja. Ja, was denn der da? Fight for Century. Ich bin echt gespannt. Ich schätze mich ja auch neu. Was sind wir denn hier? Achtung, Spoiler. Warnung, die Handlung dieser DLC-Kampagne spielt nach der Ereignisse von Borderlands 2. Wir empfehlen dringend, dass du Borderlands 2 abschließt, bevor du fortfährst, um Spoiler zu vermeiden. Willst du erst andere Inhalte abschließen, benutze eine Schnellreisestation in der Nähe, kehre zurück und gehe durch die Tür, wenn du bereit bist. Ja. Ist ja jetzt wirklich das allerletzte. Wir haben alles andere erledigt. Bis auf das und... Die Perücke klauen. Also, wie viel haben wir es ignoriert? Meinst du? So. 36 Missionen haben wir auf ignoriert gestellt. Halt kein 100% dran, das habe ich aber auch nie gesagt. Sondern Missionen, wo ich keinen Bock drauf habe, die mache ich auch nicht. Und. Aber den Großteil habe ich gemacht. Also ich denke mal. 90% haben wir. Weil, wenn ich mir das angucke. Wie lang die Liste ist an Dingen, die wir abgeschlossen haben. Ja, das ist ungefähr das 4- bis 5-fache. Vielleicht sogar 6-fache. Ja. Jedenfalls haben wir viel gemacht. So ist es ja nicht. Und wir sind ja auch schon mittlerweile. Eine, ich habe es noch nicht gezählt, aber ich glaube, wir kommen an die 100 Folgen ran. Selbst mit den wahrscheinlich 6, 7 oder vielleicht 8 Folgen, die jetzt noch kommen von diesem DLC. Mal schauen. Nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen, hm? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft auf das zu achten, was hinter einem ist. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Blind. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du es ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl.
Also, wir haben keinen Plan. Kein funktionierendes Schiff. Und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Lil, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Ellie? Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir! Wir werden angegriffen. Du weißt, was zu tun ist, Kammerjäger. Töten! Zeit für die Super-Roboter-Randale! Oh, was bist du für einer? Einer weniger. Bleiben noch echt viele übrig. Oh, das war gemein. Wisst ihr, ihr könnt auch was tun. Babum, babum, babi, baba, babum. Verteidigt unser Zuhause! Falsch. Ich respawne heute nicht. Halte sie zurück, Kammerjäger. Ah, so schnell kann man nicht mal mehr anfangen zu schießen. What the fuck? Wer bist denn du? Verdammt, sie wollen den Kammerschlüssel. Lilith, es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Hier ist Lilith. Alle Crimson Raiders, zurück zur Basis! Sag mir einfach nur, was mein Ziel ist. Komm schon! Es wird Zeit, die Welt zu verändern. Wessen Limo ist das? Eckbunker.
das in Ordnung, Killer? Ich habe so viele wie möglich aus Sanctuary geholt, aber es war ziemlich hektisch. Sieht aus, als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. Das waren keine Banditen, die uns angegriffen haben. Das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Mhm. Finde du ein Basislager. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Truppen und holen uns Sanctuary zurück. Eieiei. Locker bleiben, Feiglinge. Hier ist Colonel Hector von der neuen Pandora-Armee. Ihr könnt jetzt aufhören, wegzulaufen. Ich habe, was ich wollte. Sanctuary und der Kammerschlüssel gehören wieder mir. Das heißt hier wieder. Ehrlich gesagt hatte ich einen besseren Kampf erwartet. Ich meine, wir haben euch alle komplett ausmanövriert. Was ist aus euch Crimson Raiders geworden? Ohne euren Roland scheint ihr euch wohl alle in ein Rudel von Baby Rigs mit eingekniffenen Schwänzen verwandelt zu haben. Aber weiter. Ihr habt gesehen, was mein Paradiesgas aus euren Leuten gemacht hat. Das nächste Ziel? Ganz Pandora. Klar, dabei werden alle auf dem Planeten sterben, aber kein Garten kommt ohne etwas Dünger aus. Tja, er ist ein Arschloch. Aber er hat recht. Roland hätte das nie zugelassen. Ekelhaft. Wisst ihr, früher mal war Sanctuary der Stolz von Dals Minenflotte. Jetzt ist es wirklich sehr verfallen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch. Deckung. What the fuck? Zurück, ihr Pflanzenpenner! Das ist mein Königreich! Ich habe es zuerst besetzt! Bro! Diese Pflanzenfreaks sind zurück! Okay, okay. Da rettet mich! Jeder, der nicht gerade Blätter im Maul hat, soll verdammt nochmal Geld rufen! Immer feste drauf! So. Oh, Iridium. Anarchie, Baby! Hallo? Hallo? Irgendjemand? Ich weiß schon, wer du bist. War der Bär da? Er kennt die Stimme. Rüdiger! Kniechen, Magu? Zitronenbonbon? Oh nein, du nicht auch. Du warst der härteste von allen. Außerdem erkenne ich die Gegend wieder. Da oben hockt ein Konstruktor, das ist alles Hyperion-Schrott. Hier ist die Helios runtergestürzt. Und hier hat sich ein neuer Kult gebildet. The New Hyperion oder so. Ich weiß gerade nicht mehr den richtigen Namen. Die Story kriegt man mit, wenn man Tales of Borderlands sich anguckt. Was ja auch Kanon ist. Also Tales of Borderlands gehört zur Gesamtstory dazu. Weil wir treffen jetzt hier auch einen der Charaktere von Tales of the Borderlands und alle andere Charaktere, oder einer der Hauptcharaktere von Tales of Borderlands, man spielt ja zwei, den treffen wir in Borderlands 3 wieder. Also es ist Kanon, was da passiert ist. Die Frage ist nur, was Kanon ist, weil wer Telltale-Spiele kennt, der weiß, man hat viele Wahlmöglichkeiten. Bin mal gespannt, für welche sie sich entscheiden, die dann nachher die Kanon-Wahl ist, quasi. Alter, ihr... Also Feuer ist nicht so ganz... Vielleicht Säure besser? Ja, Säure ist besser. Ich komm durch. Das ist ja da... Ich bin schon tot.
Vielleicht murkst mich keiner ab. Was ist das? Ich höre blutrünstige Mordlust und ich liebe es. Wer du auch bist, mysteriöser Bandit, töte, töte, töte diese Pflanzenfreaks und wende das Blatt. Wie sieht es mit dem Blatt aus, ha? Immer noch am Wenden? Ja, verdammt. Schnetzle diese Pflanzenpenner in Stücke. Mein geheimnisvoller Retter. Gute Arbeit. Ihr pirrt erst, ihr Pflanzen, was auch immer ihr seid. Aua. Okay. Das juckt den auch nicht. Unterschiedlich. Die einen sind resistent dagegen, die anderen nicht. Merkwürdig. Hyperion schlägt vor, dass sie sich an ihrem vorübergehenden Tod ergötzen. Ein Sieg ohne Schmerzen ist kein echter Sieg. Aus Zirkus und Bar und genieße eine uralte Pizza mit verwässertem Alkohol. Ein klasse Lebensstil, Leute, aber er hat euch weich gemacht. Eine Armee, verrottet von oben nach unten. Ich habe meine Leute aus dem Ruin geführt, ihnen etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen sie mir. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich krumm buckelten für ein versprochenes Paradies. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt holen wir es uns zurück, angefangen mit eurem Schiff und eurem Schlüssel. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Nummer 5 lebt! Nicht schlecht, nicht schlecht. Appiert ihr Schweine! Ja, und nun? Doch Gegner? Ah, da. Es lebt.
Da ist er ja. Ein Kammerjäger. Juan, der beste Freund des Protagonisten von Tales of Borderlands. Ehemals Hyperion-Angestellter. Dass der auftaucht, wurde mir leider schon gespoilert. Das würde ich mich jetzt noch mehr freuen. Langsam, langsam. Keine voreiligen Schüsse. Auf mich, okay? Ich heiße Vaughn. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht, der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Hä? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Die Firewall des Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelease zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Habe mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer-Typen und dann zum Banditen-Kriegslord hochgearbeitet. Lange, aber wirklich berührende Geschichte. Erzähl ich dir mal irgendwann beim Grillen. Ich und mein Banditenclan haben drüben im Wrack der Helios-Station gelebt. Dann tauchte Hector auf und befahl uns, ihm unsere Moonshot-Kanonen zu geben. Aber wir so, kannst du vergessen, Bro! Und dann ist es nicht so gut gelaufen. Wir haben versucht, Hectors neue Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Clan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion-Laserfoltern ausrüsten sollen. Lektion gelernt. Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Jetzt stolziert dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Naja, egal. Weißt du, Pandora ist wie die Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. So, und wo ist der letzte? Da. Prima, jetzt kannst du das letzte Relais neu starten. Und die gute alte Firewall geht wieder in Flammen auf. Und falls Leute aus meinem Clan überlebt haben, dann kommen sie angerannt, wenn sie ein Feuer sehen. Das tun sie immer. Das ist so cool. Du hast es geschafft! Direkt neben mir kommt es hier raus. What the? Okay. What? Gut gemacht. Wie wär's jetzt mit einem Blutpakt? Also ich hätte nie gedacht, dass ich mich mit einem dreckigen, stinkenden Kammerjäger wie dir zusammentun würde. Aber Pflanzenfreaks und Gasangriffe erfordern verzweifelte Maßnahmen. Dieser Penner Hector, den Kerl machen wir fertig. Blutpakt! Na dann. Gut gemacht mit dem Lager. Das wird dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir St. Jerry zurückholen können. Das ist mein Lager? Hey, Lil, tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig. Wir können alles teilen. Hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und versuche, Hector auszuschalten. Vielleicht kann ich die Sache noch in Ordnung bringen. Nein, kannst du nicht. Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. St. Jerry ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht. Uns ein Gegenmittel mischen? Natürlich.
Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast sie gehört. Legen wir los. Na denn. Holen wir uns ein paar Blüten. Ihr Feiglinge habt euch mit den Banditen von Helios zusammengetan. War klar, Feiglinge ziehen sich an. Sie gaben ihre Moonshot-Kanonen fast kampflos auf. Jetzt kann ich mein Paradiesgas überall dort ausströmen lassen, wo ich will. Das nennt man Strategie, und Strategie führt zum Sieg. Ich bin mehr als bereit, den Kerl zu töten. Besorgt Tennis diese Probenkiller. Ich trommle die Raiders zusammen. Tennis, ich konnte dich nach dem Angriff nicht finden. Bist du an einem sicheren Ort? Oh ja, ich bin in einem meiner vielen geheimen Panikräume. Praktisch, wenn das ganze Leben ein ununterbrochener Panikzustand ist. Genug geschwätzt. Bring mir diese Proben und wir haben nur unsere eigene Pflanzenmonsterarmee. Wir brauchen nur ein Gegenmittel. Ach, meinetwegen. Ehrlich, manchmal seid ihr Leute echt langweilig. Gib Tennis die Probenkiller. Ich trommle weiter die Raiders zusammen. Ja, aber Nebenmissionen. Arcus. Was willst denn du? Hey, das ist mein Spruch. Geh von der Tür weg. Ah, ich dachte, ich würde mit diesem Typen klarkommen, aber... Hey, was glaubst du, was du da machst? Was willst denn du? Denn von mir kriegst du nichts. Jetzt gib Ruhe. Psst, Kammerjäger. Ich habe einen Platz in Earls Bunker ergattert, weil ich nicht mit ihrem Gas rumspiele, das Leute in Pflanzenmonster verwandelt. Aber bei ihm gibt's nichts zu beißen. Du wirst mir helfen. Such mir was zu essen, dann belohne ich dich auch fürstlich. Okay. Nahrung ist wichtig. Wie sieht denn die Map aus? Aha. Mount Scrap Research Center. The Burrows. Okay. Erstmal alles aufdecken. So. Das haben wir auch aufgedeckt. Das haben wir auch aufgedeckt. Was war das? Der hier können wir auch noch nicht hin. Härter zuschlägst als sonst. Seltsam, aber könnte hilfreich sein. Behaltet eure Expositionsstufe im Auge. Es sei denn, das Keimen von Ranken und der Verlust des eigenen Verstandes liegen jetzt im Trend. In diesem Fall hätte ich ein paar Eco-Novellen, die euch gefallen könnten. Ich verurteile niemanden. Time, Death Trap. Such nach geschlossenen Knollen. Ich brauche reine Proben. Ich sehe, dass das Gas auch die hiesige Fauna infiziert hat. Kammerjäger, versuche Proben von diesen infizierten Skeletten zu bekommen.
verschwinde. Ich hab's dir schon mal gesagt, du Drecksack. Hör auf zu jammern oder verschwinde. Sonst treib ich dir meine Gabel in die Eier. Übel, Debbert, dass ich die Sache vielleicht nicht richtig durchdacht habe. Wird doch nur... Nein. Ist keine. So. Oh, ich hab ihn erwischt. Mehr Nahrung finden. Das müssen wir dann später. What the fuck war das? Zu erhöhen oder damit auch jeder Depp es versteht, Gas macht kleine Pflanze groß und dann ouch. Die Erstellung dieses Gases erfordert ein Verständnis der Biogenetik, das ich nur als brillant bezeichnen kann. Erregend. Jetzt müssen wir herausfinden, wie das Gas die Menschen infiziert. Ich benötige Proben, am besten Hirnsubstanz, das gute graue Zeug. Okay. Doink. Ja, ja, genau wie ich vermutet habe. Ich habe absolut keine Informationen aus diesen infizierten Skeks gewonnen. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Lol. Er schreit aber lange. Was uns an der Standort dieser Brücke erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage,
Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, bereit verteilen. Wenn ihr es noch nicht zu liken habt, dann habt ihr die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was wo wann bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account, dann ist ihr mir einen Follower drücken könnt und auch alle 14 Zeigen einstellen solltet, weil über Twitter hauen wir immer raus, wenn bei uns, wo wir was geht. In der Hinsicht, bis zur nächsten Folge. Ciao!